Ja, meine Damen, meine Herren, darf ich Sie heute am Freitag recht herzlich begrüßen. Freitagmittag, in zwei Tagen das nächste Heimspiel des 1. FC Magdeburg zum Abschluss der englischen Woche. Trifft Blau-Weiß auf den SV Wehen Wiesbaden am 28. Spieltag. Anstoß wie gewohnt 14 Uhr an diesem Nachmittag. Ja, Einlassbeginn und Kassenöffnung wie gewohnt 2 Stunden vorher, 12 Uhr. Und eine Frühkasse auch hier wie gewohnt ab 11 Uhr an der Hauptkasse West. Derzeitiger Vorverkaufsstand etwa 14.000 Karten. Der Verein rechnet mit etwa 16.000 Zuschauern für dieses Spiel, das von Schiedsrichter Florian Kornblum geleitet wird. Ja, schauen wir vielleicht gleich mal rein. An meiner Seite, wie gewohnt, Cheftrainer Jens Hertel darf ich begrüßen. Ja, vielleicht geben Sie uns einen kleinen Einblick in die englische Woche. Wie ist das aus Ihrer Sicht für Ihre Mannschaft, ja, kräftetechnisch vor allem, bislang verlaufen? Und ja, wer, wie gewohnt, kann vielleicht Sonntag nicht zur Verfügung stehen? Also erstmal, soweit ist es gut verlaufen. Ich denke, die Rotation hat gut funktioniert. Wir waren die letzte Viertelstunde, denke ich, klar dominant in Bremen und haben das Spiel dann auch, sag ich mal, ein Stück Schnur über Füßes dann gewonnen. Und von der Seite her nimmt man das natürlich positiv mit. Ja, dieses Gefühl dann kurz vor Schluss, so ein enges Spiel, was man dann auch ein bisschen glücklich oder, sagen wir mal, dreckig gewinnt. Das pusht dann natürlich und dann haben wir ganz normal regeneriert. Dann haben wir den Jungs gestern einen Tag Pause gegönnt und heute haben wir heute Morgen trainiert, sehr konzentriert, sehr engagiert und sehr fokussiert. Nicht zur Verfügung stehen die Langzeitverletzten, also Felix Schiller, der hat zwar heute schon ein paar Runden gedreht, dann André Haino, Moritz Sprenger, Piotr Quillon, also auch noch nicht trainiert. Dazu ist jetzt Lukas Zischers gekommen, der sich hier, wo sie individuell trainiert haben, dann leider eine etwas schwere Verletzung zugezogen hat. Ich glaube, am Fußgelenk ein Band angerissen und das Syndesmoseband auch angerissen. Das, ja, erste Diagnose ist das und man rechnet mit einer Ausfallzeit von circa 4 Wochen. Aber da müssen wir also letztendlich, die MRT-Untersuchung ist zwar durch, aber der schriftliche Befund lag bis jetzt noch nicht vor. Schauen wir auf den kommenden Gegner, Wehen Wiesbaden. Die sind ja nach dem Trainerwechsel, Rüdiger Rehm hat hier an der Stelle übernommen, gut aus den Startlöchern gekommen, hatten 4 Siege in Serie, jetzt unter der Woche gegen Mainz 2 verloren. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick in den kommenden Gegner geben und vielleicht auch ein bisschen vergleichen zum Hinspiel. Was erwartet uns da an der Stelle? Naja, das ist, wenn man jetzt schon auch sich die Altersstruktur anschaut, eine sehr erfahrene Mannschaft. Ich glaube, die U23-Spieler sitzen größtenteils bei Ihnen auf der Bank, die natürlich jetzt unter Rüdiger Rehm, ähnlich wie sie eigentlich in Groß-Asbach gespielt hat, so mit einem klaren 4-4-2, ja, klare Ordnung, klare Disziplin und eine neue Mentalität, die diese Mannschaft zuletzt wahrscheinlich nicht so hatte, dann reingebracht hat. Und dann kommen natürlich zwangsläufig die Ergebnisse, die waren gut. Das letzte Spiel gegen Mainz, das Derby, haben sie dann verloren. Das wird sie neu fokussieren. Sie werden versuchen, dann hier natürlich, ja, den Faden wieder aufzunehmen und 3 Punkte mitnehmen zu wollen. Es ist eine sehr große, eine sehr robuste Mannschaft mit 5 überdurchschnittlich guten Kopfballspielern, wo wir natürlich auch bei Standards dann auch gut verteidigen müssen. Aber wie gesagt, wir nehmen den Schwung jetzt mit aus dem Spiel gegen und wollen hier zu Hause am Sonntag natürlich den nächsten Dreier einfahren. Dankeschön, Trainer. Abwehrspieler Michael Niemeyer heute an meiner Seite. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist und am vergangenen Freitag konnten wir bekannt geben, dass du deinen Vertrag um 2 Jahre beim FCM verlängerst bis 30.06.2019. Das wurde natürlich auch bei den FCM-Fans mit großer Freude aufgenommen. Michael, vielleicht kannst du noch mal sagen, warum du dich auch für Magdeburg entschieden hast für die kommenden 2 Jahre. Ja, also ich denke, ich kann mich hier sehr gut weiterentwickeln, persönlich und auch gemeinsam mit dem Verein. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich fühle mich hier sehr wohl und bin hier sozusagen groß geworden. Und das Umfeld, die Mannschaft, das Trainerteam, das passt alles. Und ja, ich freue mich. Wir uns natürlich auch. Schauen wir auf Sonntag. Wie lautet deine Marschroute, eure Marschroute für das Sonntagsspiel gegen Wiesbaden? Wie kann man ja auch hier bestehen? Ist ja auch ein ganz schwer zu bespielender Gegner. Ja, ich denke, wir müssen weiterhin sehr kompakt stehen, aktiv und aggressiv pressen, schnell nach vorne spielen und ich denke, dann werden wir hier das Spiel gewinnen. Kurz und knackig, danke. Ja, dann gehen wir gleich hinein in die Fragerunde, liebe Pressevertreter.
Herr Nowak beginnt. Ja, hallo, du hast ihn gerade Michel als Abwehrspieler vorgestellt. Da gibt es ja in letzter Zeit noch so den Trend, dass er weiter offensiver spielt. Gibt es da jetzt schon eine Entscheidung, zumindest jetzt fürs Wochenende, ob er Abwehrspieler oder weiter vorne spielt? Nee, gibt es noch nicht. Weitere Fragen? Michael Holzberger. Frage an Herrn Hertel. Richard Weil, Matchwinner in den letzten beiden Spielen, scheint sich ja sehr gut eingelebt zu haben in die Mannschaft. Das auf alle Fälle. Ja, also die Leistungen haben sich auch ein Stückchen stabilisiert. Klar hat man jetzt auch in Bremen erste Halbzeit so ein paar Momente zu überstehen, die man besser lösen müssen. Wo du natürlich auch als Abwehrspieler immer irgendwo ein Stückchen mit drin hängst. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass er da seine Rolle bis jetzt ordentlich erfüllt hat. Weitere Fragen? Herr Nowak nochmal. Ja, eine Frage an den Trainer. Es war so im Vorfeld anzunehmen, da wurde schon gesagt, 45 Punkte, dann reden wir nochmal über möglicherweise neue Ziele. Jetzt ist es so, dass die 45 Punkte da sind. Warum spricht man jetzt nicht vom Aufstieg, sondern vom nächsten Etappenziel, 50 Punkte? Ist das deshalb, weil man Druck von der Mannschaft nehmen möchte, sich das selber nicht zutraut, oder was ist das Argument dafür? Das Argument ist die Wirklichkeit. Ich bringe da mal so ein bisschen ein Beispiel, und zwar vergleichen wir uns mal mit dem Bergsteiger, ja, der dann natürlich hoch auf einen Gipfel will. Aber das Wichtigste für den Bergsteiger ist der nächste Schritt. Denn wenn er den irgendwo nicht gut macht, dann stürzt er ab. Und das gilt genauso für uns. Wir brauchen jetzt nicht irgendwo schon ganz hoch zu schauen auf irgendwelche Gipfel, und, wo dann schön die Sonne scheint, sondern wir müssen uns auf den nächsten Schritt konzentrieren. Und das ist das Ziel. Und alles andere kommt dann von ganz allein. Wenn ich Schritt für Schritt, nehmen wir es jetzt nochmal mit dem Bergsteiger, wenn er den gut macht, dann kommt er oben an und dann ist er auf dem Gipfel. Und das braucht er aber nicht die ganze Zeit. Oder wenn er sich dann permanent auf dieses Ziel fokussiert und nur nach oben schaut und vergisst, sag ich mal, dass er auch einen sicheren Schritt machen muss, dann stürzt er ab. Und von der Seite brauchen wir damit gut. Wir brauchen jetzt auch nicht groß irgendwie andere Ziele auszugeben. Ich meine, ich erinnere mich, dass wir hier eben auch gesessen haben und dann alle, auch Pressevertreter natürlich zu Recht immer auch kritisiert haben. Und jetzt, sag ich mal, waren die Ergebnisse gut, die Spieler jetzt nicht so sonderlich, und jetzt dreht sich wieder alles. Da habe ich jetzt auch nicht so sonderlich viel Verständnis dafür, ja, sondern wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Und haben natürlich jetzt aber auch den Fallschirm nach unten aufgespannt, sodass wir da nach unten jetzt nicht mehr so viel Angst haben müssen. Herr Bartlitz, bitte. Nun ist ja in dieser Liga, Herr, alles möglich. Die Ergebnisse der letzten Wochen zeigen das. Da kann jeder verlieren zu Hause und auswärts. Ist das für Sie, diese Situation, die sich in der dritten Liga im Augenblick darstellt, ein Zeichen von Stärke oder eher ein Zeichen von Schwäche? Der Liga insgesamt und Ihrer Mannschaft. Na, für mich ist das klar ein Signal von Stärke, weil das... Da sieht man, dass das eben alles natürlich auch wenn es finanzielle Unterschiede gibt, aber die sind natürlich nicht so groß, wie das jetzt vielleicht in der ersten oder zweiten Bundesliga ist, wo es ja teilweise eben auch eine Zwei- oder Dreiklassengesellschaft gibt, sondern in dieser Liga sind die finanziellen Voraussetzungen nicht so unterschiedlich, dass eben das Spielermaterial oder die Qualität dann ganz große Unterschiede macht. Also, sicherlich haben wir jetzt mit Chemnitz oder mit Kiel, mit Duisburg Mannschaften, die dann, da denken sie, haben natürlich einen guten Kader, aber die Punkte holen momentan Mentalitätsmannschaften wie Zwickau oder eben auch jetzt Bremen, die jetzt im guten Punkt haben. Oder ja, Magdeburg, so viele Punkte haben wir in der Rückrunde noch nicht geholt. Das sind schon noch ein paar Mannschaften vor uns, aber das sind die Mannschaften, die sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und wer das eben über Strecke gut schafft, das siehe letztes Jahr Würzburg, der wird am Ende oben stehen. Wir haben sicherlich nicht so eine Mannschaft wie Dresden, die dann eben so zeitig und so weit vorne weg marschiert ist. Duisburg hatten das eigentlich alle gedacht, aber jetzt nach den zwei Niederlagen muss man mal sehen, wie sie das Spiel jetzt gegen Erfurt angehen. Aber
das ist nicht unsere Baustelle. Wir haben hier Wien Wiesbaden, da haben wir alle Hände voll zu tun. Und auf das Spiel fokussieren wir und konzentrieren wir uns. Herr Röcher, bitte. Den Trainer auch. Sie haben ja am Dienstag in Bremen relativ stark rotiert, zumindest einige Positionen. Wie sehr haben sich die reingekommenen Spieler aus Ihrer Sicht für weitere Einsätze jetzt auch am Sonntag empfohlen? Naja, erstmal prinzipiell war das in Ordnung, also von allen, die da eben gespielt haben. Trotzdem wird es so sein, dass wir da auch wahrscheinlich den einen oder anderen Wechsel wieder eben vornehmen werden. Es war ja ganz bewusst, dass wir gesagt haben, wir wollen halt immer eine frische Mannschaft, auch eine hungrige Mannschaft auf dem Platz haben. Und ich denke, dass die Jungs, die draußen waren, natürlich auch gesehen haben, dass die das auf dem Platz nicht so schlecht gemacht haben. Aber wir haben natürlich dann auch nochmal ein bisschen einen Schub gekriegt mit der Einwechslung von Christian und von Marius. Und von der Seite her ist das immer ein gutes Zeichen, dass die dann eben jetzt erstmal draußen waren, aber auch sehen, es geht im Notfall auch ohne sie. Und auf der anderen Seite haben die eben gespielt haben, eben doch gezeigt, dass sie jederzeit einsatzbereit sind, wenn sie gebraucht werden. Und das war wichtig, das war in der Hinrunde wichtig, jetzt wichtig. Und ich denke, es war auch gut, dass wir so einen Reizpunkt gesetzt haben, ja, weil alle, glaube ich, richtig wach waren in diesem Spiel. Auch wenn das immer für uns im Moment schwierig ist, weil ja viele Mannschaften ihren Spiel jetzt ein bisschen umgestellt haben und über große Teile eigentlich sehr tief gegen uns verteidigen. Und da müssen wir zusehen, dass wir da sicherlich noch besser werden in den Dingen, was das Spiel im letzten Drittel anbetrifft. Herr Röcher, gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann setzen wir den Schlusspunkt für heute. Ich danke für Ihr Kommen und wir sehen uns am Sonntag um 14 Uhr in Wiesbaden. Danke. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.